Heute ist endlich wieder mal ein schöner Tag. Wind geht auch, also von dem her werden wir jetzt das Ding einmal aufbauen. Ihr seht das hinter mir, Boot steht noch mit Persenning da. Und jetzt nehme ich euch einmal mit, wie das ist, wenn man von der Persenning weg auspackt und aufregt und segeln geht. Weil im Endeffekt dauert es gar nicht so lang. Ich werde mir heute ein bisschen mehr Zeit nehmen, um ein paar Sachen zu erklären. Aber wenn man wirklich weiß, wie es geht und die Handgriffe sitzen, ist man da innerhalb von, würde ich sagen, 10, maximal 15 Minuten fertig. Ich fange immer damit an, einfach mal Besenning wegzugeben. Und alles, was man braucht, ist untere Besenning, sprich Foils und natürlich das Segel und auch die Mastteile und Pinne und Wanten und alles, was man braucht. Und ich lege einfach alles immer mal auf die Seite, damit man Platz hat. Das Segel werden wir dann gleich neben dem Boot so aufräumen, dass ihr das auch sehen könnt. Und die Mastteile sind zwar eigentlich drei Teile, aber die unteren zwei lasse ich immer benannt, weil es so auch ganz gut verstanden ist. Und nur das obere stecke ich zusammen. Also man sieht hier schon mal, dass die Beschläge für Vorstag und Rudder auf einer Seite sind und man kann den Mast von der Flucht her verdrehen. Und dann sichere ich immer, damit es nicht irgendwie verdreht oder auseinander geht beim Aufbauen, das dann mit ein bisschen Tape. Und es muss halt natürlich der obere und untere Beschlag in eine Richtung zeigen. Und dann packen wir mal das Segel aus. So, und dann rolle ich mit dem Segel auch immer die zwei Diagonallatten mit ein, damit ich die nicht verliere. Das sind die einzigen Latten, die man nicht trennen lassen kann zum Zusammenrollen. Die kommen von unten in das Deckgeberpanel. Kann ich euch dann später noch ein bisschen genauer zeigen. Das sind auch verjüngte Latten, also gut aufpassen. Die sind vorne dünner und hinten dicker. Immer schauen, dass die richtig ins Segel kommen. Und dann werde ich, glaube ich, nochmal die Kamera ein bisschen anders positionieren, damit man das besser sehen kann, was ich da mache. So, und jetzt können wir schon den Mast von unten ins Segel schieben. Und im Segel sind immer sogenannte Cambers. Das sind die, wo der Mast dann drauf kommt. Nur ich schiebe den Mast bewusst über den Latten und den Cams, nur in der Tasche drüber, damit man leicht hineinkommt. Das kennen alle, die eine Motte gehabt haben oder auch ein Surfen oder sowas, kennt man das dann. Dann geht der Mast sehr leicht hinein. Und nur bei der obersten Latte schiebe ich schon gleich in den Cam hinein. Und dann hat man bei jedem Cam, bei jeder Latte einen Reißverschluss. Da kann man aufmachen, den Cam dann auf den Mast draufstecken. Ich versuche mal das ein bisschen näher herzuzeigen. Und es empfiehlt sich immer oben anzufangen und sich Latte für Latte nach unten zu arbeiten, damit man das ganze Material auch runterzieht. Damit dann eben auch die Beschläge rausschauen. Also, ich lege das auf meinen Oberschenkel. Drück mit der Hand auf die Latte, das heißt die Latte biegt, und drück von vorne so gegen den Helm, dass man das ganz simpel draufklicken kann. Und dann, wie gesagt, Latte für Latte auch ein bisschen runterziehen und wieder draufklicken. Und wenn wir es runterziehen, sollte da dann der Beschlag für den Bruder rausschauen. Und
dann noch die letzte. So, ich habe mir als Aufbauhilfe oder auch zum Verstauen vom Boot diesen grünen Teil gedruckt, damit man eben den Mast schön fixieren kann. Ist auch zum Lagern vom Boot eigentlich ganz praktisch. Und der muss natürlich erst weg, damit wir den Mast dann draufstellen können. Und jetzt kommen schon die Wanten, die ich am Boot immer drauf lasse. Muss immer schauen, dass man nicht so einen Wickel benannt hat, wie ich gerade, aber da kommt man dann immer irgendwie drauf, wie man so am gescheitesten hinlegt, dass das nicht passiert. So, und dann kommen die nach vorne und die Vorstag mitten durch. Und die Vorstag hat da schon den Boatbreaker drauf. Der ist nichts anderes wie so ein Rohr, das man über die Vorstag drüber schiebt. Also nicht schiebt, das ist so ein Schlitz, wo man das einfädeln muss. Und mit dem Flaschenzug kann man dann nachher die Spannung für die Vorstag machen. Und die gebe ich dann einfach immer nur auf den Slipwagen drauf. Manche geben es auch auf den Bugsplit. Ich weiß nicht, was gescheiter ist, aber Slipwagen sollte schon aushalten. Und dann kann man schon das Segel aufs Boot legen. Ich lege es immer so hin, dass der Mast nach hinten zeigt. Und jetzt kann man die Wanten, die schon am Boot angemacht sind, da einfach drüber fädeln. Jetzt habe ich natürlich keine Schraubenzieher eingesteckt, weil die Wanden oben der Schäkel sind mit einem Schraubenzieher anzumachen. Habe ich jetzt gerade nicht bei der Hand, aber ich habe da auf meinem Schlüssel so ein kleines Werkzeug drauf, das natürlich nicht passt. Na gut, dann schauen wir, ob da irgendwas anderes passt, damit wir schnell die Schraube aufmachen können. Ja, da habe ich zufällig einen kleinen Postkastenschlüssel, der passt, weil bis auf einen Schraubenzieher, also einen normalen Flachkopf-Schraubenzieher, braucht man zum Aufbauen nichts Besonderes. Und jetzt stellen wir die Schraube da hinein. So, dann sind einmal die Wanten drauf. Dann legen wir uns die Vorstag so hin, dass wir da nicht im Weg sind mit irgendwas. Und jetzt kann man schon das Segel aufstellen. Das heißt, man nimmt einfach den Mast am Segel und ich greife immer unten, da wo der Mast noch rausschaut, damit ich besser greifen kann. Und stelle ihn einfach mal auf den Boden. Und ich mache es dann immer so, weil jetzt ist zwar gerade kein Wind an Land, aber wenn ein bisschen Wind geht, dann drückt er natürlich jetzt gegen das Segel. Und ich greife dann, um besser greifen zu können, von unten ein bisschen in das Segel hinein, um den Mast wirklich schön in der Hand zu haben. Und gehe dann einfach nach oben. Ich stelle dann mal einfach auf den Mastfuß. Und durch das, dass wir da eben den Boatbreaker haben, haben wir jetzt den Vorteil, dass wir das alles länger lassen können. Sprich, wenn man jetzt schaut, wo da normalerweise die Vorstag sein müsste, habe ich da sicher erst noch 10 cm Platz dazwischen. Dadurch ist das ganze Rig so locker, dass man halt alles leicht hinstellen kann und leicht den Mast in den Mastfuß hineinbekommt. Und das war mal der erste Step. Dann geht es weiter, indem man schon den Baum drauf gibt. Da muss man die Cunningham und Niederholerleine, also sprich den Flaschenzug, ganz aufmachen. Ich ziehe da immer die überschüssige Leine aus dem Trampolin raus, mache kurz einen halben Schlag drauf, damit sich der Gummi nicht die Leine jedes Mal wiederholt und alles wieder dicht nimmt.
und mache mal wirklich da im Cockpit die ganzen Flaschenzüge komplett auf, damit wir eben genug Spiel im System haben zum Aufbauen. Also, das heißt, Cunningham-Klemme auf, das ist die blaue, und grün, das Hinterholerklemme auf. Und dann hat man auch im Baum genug Platz, den da schön einzuhängen. Der wird einfach mit dieser Schraube, die da fix drauf ist, ins Gussneck eingehängt, das kann ich euch noch kurz zeigen. Aber ich zeige es euch dann nachher, wenn alles drauf ist. Und dann können wir hinten schon alles frei machen. Schauen, dass sich alles gut bewegt. Und jetzt fahren wir es Cunningham ein. Zeige ich euch, wie gesagt, dann auch kurz aus der Nähe. Aber da ist die Leine, die eben schon fertig gespleist kommt. Im Aufbauvideo haben wir stehen. Kommt durch eine Rolle im Segel, durch eine Rolle im Cockpit, durch die zweite Rolle im Segel. Und dann schauen wir, dass das Deckswipper-Pendel schön eine Seite links und eine rechts vom Baum ist. Dann ziehen wir da runter durch die letzte Klemme und Rolle und dann durch die Klemme. Und dann ziehen wir wirklich einmal das Cunningham schon gescheit an. Einmal grob, wenn es in der Klemme ist. Einfach dicht ziehen. Das Cunningham sorgt das dafür, dass sich der Mast biegt. Und wenn sich der Mast biegt, kommen auch die Beschläge vom Vorsteig und Cunningham weiter runter. Und dann braucht man nicht ganz so viel Kraft beim Boatbreaker, um da dicht zu ziehen. Und jetzt müssten wir da eigentlich locker hinkommen, genau. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich mache es meistens so, dass ich vorher Vorsteig einhänge, dann eben gescheit Cunningham ziehe und so weiter, also schon davor. Und dann den Niederholer so lang mache, dass ich hinten ein. Aber es gibt auch Leute, die zuerst hinten das Segel einhängen beim Baum und samt Niederholervorspannung und so weiter mit dem Boatbreaker viel mehr Spannung ins System ziehen. Aber nachdem die Systeme auf dem Boot so viel Platz haben und so viel Weg haben, ist das aus meiner Sicht da nicht notwendig und ich tue mir so gefühlt leichter. Aber es gibt, wie man es auch von der Motte, die schon Mottenerfahrung haben, kennt, gibt es mehrere Möglichkeiten, so ein Boot aufzubauen von der Reihenfolge her. Es gibt auch Leute, die haben so ein kurzes Cunningham auf einer Matte, dass sie zuerst den Niederholer mit Gewalt mit dem Boatbreaker einhängen müssen, damit sie dann mit Niederholerzug das Cunningham erst einhängen. Aber da ist es wie gesagt so, dass man wirklich bei all diesen Systemen viel Weg und viel Platz hat und somit alles eins nach dem anderen machen kann. Dann können wir den Boatbreaker schon aufmachen. Jetzt hängt schon die Vorsteig am Boot. Somit steht das Rick einmal und jetzt können wir, Klemmen haben wir eh schon lang gemacht, jetzt können wir schauen, dass eben der Niederholer, da ist vorne diese weiße Schlaufe, die muss man immer schauen, dass unter dieser Nase beim Mast bleibt, kann ich euch dann auch noch im Detail zeigen. Und dann hat man hier eben, wie gesagt, genug Platz, das einfach so einzuhängen. Das wird hinten mit einem Klettband gemacht, wie man es auch von Stickboats kennt, weiß man, dass Klettbänder dieser Kraft locker gewachsen sind und braucht man nichts einschäkeln oder irgendwas und dann ist der Niederholer schon drauf. Dann kontrollieren wir noch einmal, dass die ganzen Stops richtig hängen, da gibt es überall so Blockierteile, da auch, zeige ich euch gleich, schaut alles gut aus. Und jetzt können wir die halben Schläger da wieder aufmachen, damit die Leinen weggespannt werden. Und können noch einmal ein bisschen Cunningham nachziehen. Jetzt ziehen wir auch einmal Niederholer. Schaut gut aus. Andere Seite genauso. Die halben Schläger aufmachen, damit die Leinen wieder weggespannt werden. Und
Und jetzt machen wir das Kaninchen wieder auf. Weil das ist auch ein ziemlich cooles System. Das hat da im Cockpit unten eine Klemme, wo der Fixpunkt angemacht ist. Und das ist quasi wie eine Grobverstellung. Und da habe ich mir dann schon einmal eine Markierung gemacht, wo ich hin will. Mal kurz schauen, wo die Markierung gerade ist. Die schaut sogar schon aus. Schaut schon gut aus. Passt. Also jetzt kann ich euch das alles noch ein bisschen im Detail zeigen. Was auch noch ein Punkt ist, wieso es etwas leichter geht mit dem Aufbau, ist, dass man den Prodder, der bei anderen Motten oder auch bei meiner Motte immer schon drauf ist beim Aufbauen, sprich dieser Salingflügel, der ist mit Gummis ziemlich cool gemacht. Das heißt, da ist ein Gummi drauf, da kommt dann seitlich die Wand und vorne die Vorstock rein. Und mit dem Gummi fährt man einfach nur, der ist vorher auf der anderen Seite, Wand rein, rundherum und hängt es in dieser Kerbe ein. Und weil man das so schnell und cool montieren kann, kann man auch den Prodder eben erst, nachdem man das Segel schon drauf hat, oben reinklipsen und macht einen Handgriff leichter, weil im Endeffekt der Prodder, wenn man das Boot oder das Rig noch am Boot liegen hat, da immer gefühlt im Weg ist und alles irgendwo ansteht. Ist das ganz praktisch, dass man sich da nicht damit plagen muss. Und da ist einfach ein Bolzen, der wird eingebolzt und falls man nicht groß genug ist und nicht hinkommt, kann man es sogar machen, wenn man das Boot dann auf die Seite legt und die Falls reingibt. Aber ich steige meistens das Vordeck und klipse das da jetzt wie gesagt ein. Bei den seitlichen komme ich nicht hin, ohne daneben zu stehen. Das geht nicht vom Vordeck aus. Aber geht sich normalerweise ganz gut so aus. Da sind noch so Plastikblättchen drauf. Ah, Gummi auf der falschen Seite. Jetzt passt's. Na, er ist echt wieder falsch. So, hat schon gestimmt. So. Und wieder in die Kerbe hinein. So, das war mal der Trick. Mehr ist es nicht. Jetzt hole ich kurz die Kamera, zeige ich die paar Kleinigkeiten, von denen ich das geredet habe. Also, im Endeffekt habe ich zuerst nichts anderes gemacht wie die zwei Kontrollleinen, damit da nicht immer Gummizug drauf ist, der das da wegspannt. Habe ich es rausgezogen und einfach so einen Belegschlag gemacht. Damit, wenn man die Klemme aufmacht, dass auch wirklich offen bleibt und nicht der Gummi immer nachzieht. Das habe ich bei allen vier Leinen gemacht, also links zwei und rechts zwei, damit man alles aufmachen kann und damit man eben Platz zum Einhängen hat. Ist da beim Mast unten, wenn man die Tasche aufmacht vom Segel, ist da eben diese Nase, die ich gemeint habe. Dieses weiße Band, also dieses Cover, das wo drunter der Nehmer ist, ist der Fixpunkt für den Niederholer. Und diese Leinen müssen alle unter dieser Nase sein, also wenn die hochrutschen, bringt man erstens keine Spannung ins Rig. Und zweitens, wenn man mit dem Niederholer wirklich da voll anziehen wird, wird das, glaube ich, auch da mitunter Probleme machen. Aber wenn man wirklich schaut, dass da immer die Nase schön das Zeug unten hält, dann passiert da nichts. Dann von der anderen Seite zeige ich euch noch kurz die Cunningham-Klemme. Jetzt schauen wir noch einmal, ob man das schön dazu sieht. Das sind eben die Leinen, da geht von links kommen vom Flaschenzug eine rauf zum Block im Segel. Wieder runter zu dem Block in der Mitte, dann zu dem Block im Segel und zu dem Block. Und da ist dann diese Klemme. Und die Leine ist extra ein bisschen länger. Das heißt, zum Aufbauen kann man das einmal nur einhängen, soweit man kommt. Kann dann im Cockpit gescheit Cunningham-Spannung machen, um Niederholer leichter einhängen zu können und Vorstock leichter einhängen zu können. Und dann kann man hier, ich habe mir wie gesagt schon mit dem Edding eine Markierung gemacht, kann man hier schauen, dass man immer auf die gleiche Einstellung zieht, damit eben genug Spannung ins Rig kommt, ohne dass man Block auf Block kommt. Und ja, das ist aus meiner Sicht eine ziemlich coole Lösung, weil gerade bei der Motte habe ich immer
sehr wenig Platz gehabt, das Cunningham einzuhängen, und da ist halt wirklich sehr gemütlich. Dann haben wir hier auch beim Baum noch das, was ich zuerst gemeint habe. Da ist hier oben auch wieder unter dem Deckschwipperpendel. Das ist der obere Anschlagpunkt vom Niederholer. Der ist bei diesem Gurtband angemacht, dass da über den Baum geht, und da ist hinten so ein aufgeklebter Klotz. Und der Klotz sorgt auch dafür, dass das nicht nach vorne rutschen kann. Und da muss man auch immer schauen, dass das Gurtband hinter dem Klotz ist und nicht irgendwie nach vorne rutscht und da irgendwo die Großschultern blockiert. Ja, das war mal das Erste, und jetzt kommt eh schon der nächste Schmäh. So, jetzt kommt dann das Foil reinstecken, und nachdem wir da am Asphalt sind und weil es dann auch leichter zum Klippen ist, gibt es so einen Wing Jolly. Da haben mich schon manche gefragt, ob das sinnvoll ist, ob man es nehmen soll. Das ist nämlich eine der wenigen Optionen, die man anklicken kann. Und das Ding ist zwar optional und braucht man nicht zwingend, aber es macht das Leben viel leichter. Man steckt es einfach da auf den Wing drauf, hat dann die Gurtbänder da dabei, die hängt man unten auf der Unterseite vom Ausreitgurt in so Textilschlaufen ein, spannt das ein bisschen, das sorgt dafür, dass das eben beim Bob bleibt und nicht runterfallen kann. Einer vorne, einer hinten. Und dann tun wir die Foil schnell auf die Seite, damit wir umschmeißen können. Machen wir vorher noch den Reißverschluss, Klettverschluss zu. Und jetzt belegen wir die Schott, damit der Baum alles in der Mitte bleibt. Die Pinne lasse ich immer auf meinem Boot drauf, weil ich da hinten die in einem Gummi drinnen habe. So ein Autopilot, damit ich den Manöver nicht Boot rausfahrt. Und wenn die richtig liegt, fällt jetzt auch nicht runter. Und dann kann man einfach das Boot so herziehen. Vorne ist eh die Verbreiterung vom Slipwagen dazu da, dass man nicht auf dem Bugbett drauf legt. Und wenn es einmal so liegt, geht man einfach auf die andere Seite und hebt da an. Und das Slipwagen, also das ist Wing Trolley, sorgt jetzt dafür, dass einerseits das Boot stabil in der Seitenlage bleibt und nicht nach vorne kippt. Also ohne Wing Trolley ist die Balance eher so, dass es nach vorne kippen würde. Aber das Wing Trolley macht so eine stabile Plattform unten, dass das schön steht. Ich schaue dann immer, dass die Latten nach unten zeigen, weil sonst hat das Segel, wenn der Wind reinkommt, ein bisschen einen Auftrieb und könnte das Boot wieder aufkippen. Und dann liegt es eben schön. Und man muss sich immer vorher überlegen, auf welcher Seite gibt man das Trolley drauf, damit eben der Mast in der richtigen Position liegt, zum ins Wasser gehen. Und in dem Fall habe ich mich dafür entschieden, Mast so hinzulegen. Wind kommt jetzt von quasi vorne vom Bug. Und ich werde mit dem Mast voran dann ins Wasser gehen, damit ich, wenn ich da in der Bucht beim Yachthafen Häupl ins Wasser gehe, eben gleich die Nase im Wind habe und das Segel auch in Lee habe, weil dann das Losfahren und das Aufsteigen am unkompliziertesten und am praktikabelsten ist, sage ich mal. So, jetzt müssen wir schon den Boatbreaker weggeben, weil der Boatbreaker ist mit dem Slipwagen bei mir verbunden. Sonst könnte man den Slipwagen nicht runtergeben. Das heißt, den zieht man einfach runter und fädelt so aus. Und ich stecke den da immer beim Trolley, so ein Loch da vorne, stecke den immer da rein. Habt zwar gehört, das Loch ist für was anderes. Da kommt irgendwas noch, was noch nicht am Markt ist, um scheinbar eher den jungen Seglern unter uns und den kleinen zierlichen Leuten das Mastaufstellen zu erleichtern, aber was da genau kommt, habe ich zwar grob erfahren, aber ist noch nicht da. Und dann ist auch hinten wieder, also ein Gurt vorne habe ich schon aufgemacht, und hinten auch wieder so ein Gurtband mit Haken und Schnellspannern, damit man das Trolley da vom Boot bekommt. Und jetzt ist es eben auch cool, weil das Boot so stabil steht, kann man das einfach, meine Trolley sitzt natürlich sehr eng, wollen wir da runterzwingen. Ups. Auch wichtig, ich habe am Trolley noch die Wand befestigt mit einem Gummi. Und natürlich unbedingt vorher aufmachen, damit der Wand nichts passiert. Jetzt ist es offen. Dann kann man die Wand gleich ausfahren. Dann bekommt man den Trolley leichter runter. So. Checken wir noch einmal die Kamera, damit man sieht, ob alles drauf ist. Ja,
Passt. Und dann fangen wir gleich mal mit dem Schwert an. Muss man natürlich im Schwertkasten oben immer schauen, ob jeder Pin, der das Schwert an dem Kasten befestigt, heraus ist. Ich tue den bei mir immer gleich woanders hin. Und packe auch das Schwert immer nur so weit aus, wie ich es brauche, damit ich es einstecken kann. Damit der Rest eben noch geschützt ist und da nichts kaputt geht im Bootpark. Also wenn da jetzt andere Segler wären, kann es mal passieren, dass irgendwer dagegen läuft oder irgendwas dagegen schmeißt. Und damit nichts kaputt geht, mache ich das immer so spät wie möglich, als ab die ganzen Covers. Und da sind jetzt zwei Pins, die zeige ich euch gleich. Einen Pin fixiert das Schwert im Schwertkasten. Und der zweite Pin verbindet die Wand, also den Pushrod, mit dem Bellcrank, sprich mit dem System vom Schwert, damit da die Verbindung für die Flughöhe funktioniert. Und beide Pins sind nur, ich setze dann gleich, einfach Metallpins mit einem Gummi dran, die steckt man durch und dann den Gummi einfach auf der anderen Seite um den Pin herum und dann hält das schon. So, und dann haben wir noch einen Gummi, der sorgt dafür, dass die Wand immer nach unten gedrückt wird. Und das war's. Dann machen wir noch das Schwert und dann zeige ich alles. Ah, das Bruder natürlich. Schwert haben wir schon. Da packe ich auch wieder nur so viel aus, wie noch unbedingt nötig ist. Dann gebe ich den Pin aus dem Boot. Die Pinne, die bei mir eben am Boot drauf bleibt. In das Ruder hinein. Da geht dann auch wieder ein kurzer Pin durch den Ruderkopf. Und der lange Pin ist jetzt der, der das Ganze da am Boot fixiert. Der Sicherungsring drauf und dann sind wir segelfertig. Nachdem jetzt niemand da ist und nichts passieren kann, können wir die Cover schon runtergeben. Sind wir mit Klettverschluss zugemacht und dann kann ich auch gleich zeigen, wie die Folien alles ausschauen. Da ist der Schwertkasten und da ist eben ein Bolzen durch, der das Schwert im Schwertkasten sichert. Und diese Carbon, das Carbonrohr da ist eben diese Höhenverstellung, die ich schon im Aufbauvideo erklärt habe. Und da steht dieser Metallhebel aus dem Schwert. Und da gibt es zwar zwei Löcher, aber man fährt immer das oberste. Und da ist eben auch ein Pin durch, also oberstes von den zwei gebohrten kleinen Löcher für den Pin. Und dann gibt es noch ein größeres Loch. Der ist eben da, um diesen Plastikhaken mit Gummi einzuhängen. Und der macht immer Zug nach vorne und durch den Zug nach vorne drückt er die Wand gegen das Wasser und sorgt auch gleichzeitig dafür, dass der Flap eben nach oben gedrückt wird. Das heißt, wenn der nicht genug gespannt ist, dann merkt man bei welligen Bedingungen, dass die Wand vielleicht einmal nicht reaktionsfreudig genug ist und man aus der Welle rausspringt. Also dieser Gummi ist durchaus was, wo man auch einmal seine Einstellung finden muss, aber die hängt auch ein bisschen vom Revier. Aber ja, das ist einmal Schwert. Und das ist jetzt eben, was ich gemeint habe. Ich habe einerseits da die Leine fix auf der Pinne drauf. Das ist mein Autopilot beim Lenken, dass man die Pinne immer wieder in die Mitte geht. Und dann ist es so, dass die Pinne eben da in das Rohr vom Ruderkopf hineingesteckt wird. Der Pin sichert eben die Pinne im Ruderkopf. Und der lange Pin, der geht wirklich durch den ganzen Rumpf hindurch, ist da unten mit Sperrengel gesichert. Der fixiert das Ganze am Boot. Und man sieht hier auch das Langloch. Weil die Pinne ist ja eine, wo man drehen kann.
und das Drehen den Winkel des Ruders verändert. Ich finde das am leichtesten zum Montieren geht, weil das schon alles sehr, sehr passgenau ist, wenn der Pin oder halt diese Verstellung genau in der Mitte ist. Da muss man schauen, dass wenn das zu weit nach vorne oder nach hinten gedreht ist, dann geht das Aufbauen oder Hineinstecken wirklich etwas schwieriger. Und da geht es wirklich um diese paar Feinheiten, die man ein bisschen bedenken soll, um sich nicht unnötig zu plagen oder ärgern. Auch noch ganz wichtig, der Deckel, ich habe den immer nur so ganz leicht zu, damit eben, wenn die Sonne drauf heizt oder wenn es kalt wird, da ein Druckausgleich möglich ist. Ich mache den immer erst vor dem Segeln zu. Und ja, bis jetzt ist mein Boot trocken, also ich hoffe, das bleibt auch so, es ist wirklich wasserdicht. Aber wenn einmal Wasser drin wäre, kann man es am Slipwagen nach hinten kippen und kann da einfach mit dem Schwamm das Wasser rausschöpfen. Ja, im Endeffekt ist das der ganze Aufbauprozess und jetzt gehe ich mich umziehen und werde segeln gehen, weil auch wenn es nicht nach viel ausschaut, sind da draußen um die 8 bis 10 Knoten. Im Uferbereich ist etwas Wind abgedeckt, aber draußen schaut es echt fein aus und diese schönen Herbsttage muss man ausnutzen. Ich bin mir in der Zwischenzeit umgezogen. Wie man sieht, ich fahre immer mit Helm. Nicht jeder, aber ich bin gespannt, ob es in der Klassenregel Pflicht wird. Kann durchaus sein. Prallweste ist mir auch lieber als eine normale Schwimmweste, weil es schon einmal hart werden kann, wenn das Wasser bei der Geschwindigkeit auch ein bisschen härter ist. Und ja, jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ich gesagt habe, das Tolle mit dem Ringtrolley. Man kann das Ding halt wirklich einfach locker am Mastspitzel nehmen und dann mit diesem Ringtrolley einfach super schieben. Und ja, macht es super easy, damit irgendwo aufzubauen und nicht zwingend vor der Slipanlage aufbauen zu müssen, wie man es halt oft bei den Motten sieht oder auch bei ähnlichen Bootsklassen, damit man dann das Boot nicht weit tragen muss. Da ist wirklich so, man kann aufbauen, auch weit weg von der Slipanlage und dann einfach hinfahren. Wenn man dann ins Wasser fährt, ist auch ganz cool, weil diese Schaumstoffauftriebskörper im Wing wirklich so viel Auftrieb machen, dass das gleich einmal aufschwimmt und man somit das Wing-Trolley unten auch leicht wegbekommt. Und wenn man wieder an Land kommt, ist es das gleiche wieder. Das Boot schwimmt ein bisschen höher, man kann es schön einfädeln, mit den Gurten wieder festmachen und dementsprechend wieder aus dem Wasser rausfahren. Ja, jetzt bin ich ready und dementsprechend gehe ich jetzt wirklich segeln. Bis später.